Servus Leute und willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir Major Greenland kennengelernt. Sehr freundliche Person. Jetzt macht die einfach die Tür zu, ey. Ich lob die und schon sowas. Eieiei. Ja, was haben wir gesagt bekommen? Wir wollen zu unserem Schiff, der USS Valkyrie, zurück. Brauchen dafür allerdings, ja, Unterstützung. Die bekommen wir, wenn wir das Auto von ihr heil zurückbringen und den Sprengstoff abliefern. Sprengstoff ist immer eine gute... Oh, zerstöre den Damm. Das ist doch mal eine tolle Aufgabe. Wo kann ich mich reinsetzen? Da, hinten rein. Ich bin ja schon im Wagen, du stehst ja noch draußen. Vielen Dank fürs Kompliment. Okay. Frank, der gibt uns Befehle, was wir zu machen haben. Eine Stunde später, ein kleines Kraftnickerchen. Schon sind wir da. So kann man natürlich auch diese Fahrt überbrücken. Irish? Yeah? The people you mentioned back home. Who are they? A wife and three kids. Eine Frau und drei Kinder hat Irish. Da hat er ja ganz schön jemanden zu Hause, der auf ihn wartet. Ein ganzes Volk. Wo sind wir denn hier? Lankandam. Oh, fucking hell. Yeah, it's massive. Do you think we have enough explosives? Könnte schwierig werden, hä? Start here and place charges across the dam. See that middle? Ich komme nicht raus. It's like a weak point. We put the primary charge there. You have an engineering degree now? Ja, da wo es aufgebrochen ist, ne? I got an engineering degree like you got a medical degree. I do have a medical degree. Okay, whatever. Are you sure about this? Yes. We got it from the inside. Ready to do this? Hey, jetzt fühlt er sich ja auf als Squadleader. Und ich vermisse immer noch Pack. Mann, der war mir noch am sympathischsten. Hannah macht zwar jetzt wieder einen ganz guten Eindruck, aber die hat uns schon mal quasi verraten und dadurch haben wir jetzt vielleicht... Upsa. Und dadurch haben wir jetzt vielleicht Pack verloren durch Hannah. Ich habe wieder einen Angriffsbefehl gegeben, dabei wollte ich bloß markieren. Erstmal alle markieren, aber diesmal richtig. Da hinten ist wieder eine Munitionsbox. Und der Heli haut ab. Nicht umgebracht, aber ein ganzes Magazin verschwendet. Autsch. Oh, hier ist auch noch eine Munitionskiste hier oben. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Denn ich habe keine Sekundärwaffe hinter dieser Mauer. Ach, doch noch. Hatte ich jetzt anders im Gefühl? Na dann. Ja, hat er gerade eben nicht rausgenommen, wo ich die 2 gedrückt habe. Mist. Au! Da oben ist jemand. Leute, macht die weg. Da! Sniper! Noch was. Oh Mann. Leute, kümmert euch doch mal darum. Nicht nur, wenn ich hier den Befehl so drauf gebe. Der Sniper erwischt mich schon wieder. Dann gehen wir jetzt doch mal erstmal hier außen entlang, denn hier sind Gegner. Da ist einer, der zielt schon auf uns. Hat wieder einen Schutz, oder? Es schien zumindest wieder so. Da ist noch ein fettes Geschütz unten. Genau da. Ach, der hat da wieder einen Schutz, wenn ich den da jetzt erschießen will. Ich bleib mal in Bewegung und markiere mal wieder. Ah, hier ist wieder einer hinter uns. Leute, passt doch mal besser auf. Mann, so geht das doch nicht. Das Geschütz ballert wieder auf uns und ich gehe erstmal in Deckung. Auch wenn hier ein Gegner sein sollte. Ist mir gerade etwas gleich. Das Geschütz schießt auch nur auf uns. Gut, wir sind natürlich auch der gefährlichste Part von dieser Truppe hier. Jetzt hat er wieder das blöde Zweibein aufgesetzt. Damit kann ich ja immer noch nicht so wirklich was anfangen mit dem Zweibein. Zumal man nicht sagen kann, wann er das einsetzt. Das macht er automatisch, wenn man an so einer Ecke ist.
irgendwie eine ungünstige Position, wo wir hier sind. Deswegen gehe ich erstmal in Deckung, wieder aufladen. Und dann renne ich mal weiter vor. Jetzt hat er uns die Deckung zerschossen. Autschi. So, jetzt hier mal etwas wirken. Und dann halt anders. Wir haben ja noch zum Glück ein paar Granaten dabei. Blöderweise hat es bloß einen erwischt. Henna steht uns auch noch im Weg. Jetzt stehen wir natürlich auch alle hier auf diesem Fleck. Der war weg. Es kotzt mich an, dass der so geschützt ist an dem Geschütz. Sagt zwar vielleicht schon der Name, aber das ist nicht der eigentliche Sinn. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt doch, cool. Habe ich den vorher nicht in den Kopf getroffen. Jetzt der nächste an dem Geschütz. Sag mal, wo sind wir denn hier? Weg da. Und auch fern bleiben, ja? Ich markiere es mal wieder, denn hier sind wieder einige hinzugekommen. Was liegt denn da? Sprengstoff. Da ist Irish. Die treffen aber auch mehr schlecht als recht von hier oben. Ich muss die Skyage mal wieder aufladen. So, dann rücken wir mal weiter vor, denn das ist mir dann doch zu weit weg. Die schießen aber auch fleißig, aber treffen nicht. Merkt ihr es? Jeder verballert ein ganzes Magazin auf uns. Weg mit dir. Den zweiten auch noch. Komm, den dritten. Jawohl. Schrotflinte haben wir noch freigeschalten. Den Zaun haben wir auch noch erwischt. Und den auch noch. Da war es nur noch einer und das war der letzte. Nee, da hinten ist noch einer. Jetzt ist er weg beim dritten Versuch. Oh, hier schmeißt jemand noch mit einer Blendgranate von dieser Seite vor uns. Oh, der hat uns verfolgt. Da habe ich diesmal nicht aufgepasst. Fehlt nur noch, dass hier wieder ein Fahrzeug anrückt. Was schreit ihr eigentlich? Ich verstehe es nicht. Erstens zu weit weg und zweitens komisches Englisch. Ich möchte einen Raketenwerfer haben. Der ist bestimmt hier drin, oder? Ne, wir haben hier gerade Munition aufgenommen, also wird das nichts sein. Vielleicht da hinten. Da komme ich aber nicht so ohne weiteres hin. Mann. Kann ich den Schützen mal rausschießen? Der hockt ja eh an der Seite und nicht so gut geschützt. Hier steht doch ein dicker Raketenwerfer, aber ich will lieber eine RPG holen. Hier sind wir wieder in der Ecke. Ich komme hier auch nicht vor. Hier ist alles abgesperrt. Dann eben doch so. Und gibt mir mal Schutz, Leute. Kommt der jetzt links da dran vorbei? Ja. Der brennt bloß. Komm, nachladen. Heizt der wieder ganz. Aber dennoch Schrott. Gut. Ja, guter Schuss, aber der erste hat nicht richtig gesessen, denn der hat das überlebt. Dieses dicke Geschoss. Wie kommen wir jetzt da drüber? Einfach hier oben lang, oder? Naja, ich mache ja schon. Wegen die gibt uns schon wieder Befehle. Wir sind doch das Squad-Leader. Mann, wie mich das nervt. Und wir sagen kein Sterbenswörtchen dazu. Nix, einfach nix. Oh, hier sind wieder Leute. Da zum Beispiel. Na, wieder am Geschütz. Friss das. Eine Splittergranate. Hallo. Okay, die weit was daneben, hat aber trotzdem getroffen. Der nächste wollte sich am Geschütz wieder breit machen, aber ich habe ihn platt gemacht. Oh, den Scheiß hier weg. Geht nicht? Okay, dann halt nicht. Wie komme ich denn da drüber? Ist da jemand? Hier unten ist doch jemand. Schmeißt jemand Granaten hoch? Warum stehen unsere Kollegen wieder so weit hinten? Wir sind Squad-Dealer eigentlich. Müssten wir von hinten die Befehle geben. Da steht einer mit einer Granate. Aus der Entfernung.
Gucken, ob die Granate hilft. Ja, den da hinten, aber nicht ihn hier. Ich sollte wieder in Deckung gehen. Ich übertreib's dann auch gut und gerne mal, wenn die Gegner hier nicht so klug agieren. Ich schmeiß auch eine Granate, meine zündet aber eher. Oh Gott, die Fässer gefallen mir hier gar nicht. Messern, ich will ihn nicht messern, denn hier ist noch einer. Ha, der ist in die Mauer geglitscht. Ich messer dich, Junge. Tschüss. Erstmal die Doc-Tags weggenommen, dann noch gegen die Nase gehauen und dann gemessert. Bin drin. Oh nein, schon wieder ein Fahrstuhl. Kommt ihr? Das Ding ist doch bestimmt unser Ziel. Hier oben ist noch eine Munitionsbox. Ich habe ihn schon längst gefunden, also tu nicht so, als ob du ihn gefunden hast. Coast Protection agents don't usually have this kind of field craft. Don't have much choice, Irish. Oh, come on, there's a lot more behind that than having your back against the wall. You holding out. It's okay, I know. Secret Squirrel and you still going strong. Sorry. Old habits die hard. Oh, I hear that. I wasn't always attached to Jinja's security team. I volunteered and they transferred me in. From where? Nice try, Irish. Girl has to have some secrets. You wouldn't tell me everything there was about Tombstone. True that. Die beiden verstehen sich echt gut. Chang's our enemy. Mittlerweile. We are on the same side. But after all this settles, we will triumph. I believe it. But China will need me. And that means I can't forget who I am or where I come from. I hear you, Hannah. Strom wieder alle. They cut the power and we got the power. Fuck out. Go, go, go. I have to set the explosives. Here? Okay. Ich will die erschießen. Einen habe ich erwischt. Und dann noch mit dem Kopftreffer. Und das war meine letzte Kugel. In dem Magazin. So nicht, Junge, so nicht. Ja, ihr merkt es gerade in dem Dialog. Der Text wird nicht richtig unten angezeigt, denn ich habe mir das Interface etwas zentraler gelegt, damit ich im Multiplayer einen besseren Blick drauf habe. Das Ganze einfach zentrierter. Aber ich hoffe, man bekommt noch so alles mit und die reden ja auch noch. Wieso habe ich nicht beide erwischt? Das ist doch ein 50er Kaliber, das muss doch durch beide hindurchgehen. Steht mir nicht im Weg, Leute, sonst treffe ich euch noch. That's it. Corridor is clear. Ja, hier ist echt niemand mehr. Gibt's denn hier einen Knopf? Bombe platzieren. Die ist aber klein. Oh, Besuch. Wow, wow, wow. Was ist das hier für ein Besuch? Gold. Ist hier noch einer? Sieht nicht so aus. Nö. QBU haben wir freigeschalten. Auch das noch. Hier wird nicht gesnipert. An diesem Damm. Wie er geschrien hat, wie ein Mädchen. Wieso gibt die mir schon wieder Befehle? Also das muss doch Konsequenzen haben. Au! Ja genau, bring das mal an. Was? Hat er jetzt gesagt, er bringt den letzten Sprengsatz an? Zwei werden doch nicht reichen für den riesigen Damm. Weg da. Schießt gleich wieder auf mich, dieser blöde Scharfschütze da oben. Genau jetzt. Und ich habe ihn erwischt. Weg da. Ist da noch jemand? Au. Rechts von mir ist jemand. So nicht. So, sie hat auch gelegt. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 3, wenn ich mich nicht verzählt habe und auch richtig aufgepasst habe. Ich schaue euch erstmal in die falsche Richtung. Okay, hier ballert doch noch jemand. Aber wie er gar nichts macht. Komischer Typ. Ich habe gar nicht geschossen.
Was? Von den Gerüsten vom Damm runterspringen? Ey, wenn das Ding zusammenkracht, dann werden wir von dem ganzen Wasser und von dem ganzen Gerümpel begraben. Ist doch keine gute Idee. Kommt jetzt auch hinterher gesprungen. Mal schauen. Ich will deine Waffe. Irish lasse ich auf jeden Fall durch. Die gibt mir auch viel zu viele Befehle. Am Anfang hat das auch Irish immer gemacht, aber der hat das mittlerweile, glaube ich, abgestellt, denn der ist... Oh, rennt die durch uns durch. Die geht jetzt auch voran, ey. Vor allem, wie weit sie nach hinten rennt. Um uns einfach durchzulassen. Wo müssen wir eigentlich hin? Kein Symbol auf der Karte. Wir wollen ja irgendwie vom Damm runterspringen. Ist hier schon das Ende? Wenn das Ding jetzt hochgeht. Das wird eng. Ich hole mal ein bisschen Anlauf. Nee, hä, das wird doch nichts, oder? Zerstöre den Damm. Ja, ich bin daneben. Aua! Ich bin runtergeflogen. Sollte ich darüber oder haben wir überhaupt einen Fallschirm dabei? Fragen über Fragen, die ich mich jetzt hier stelle. Die ich mir jetzt hier stelle. Zerstöre den Damm. Achso, ich soll C4 zünden. Und ich habe gerade mitgekriegt, wir haben keinen Fallschirm dabei, wie es im Multiplayer der Fall ist. Und deswegen müssen wir in dieser Ecke stehen und das Ding hochjagen. Dabei stehen wir noch direkt davor. Was ist das denn für ein Quatsch? Dann will ich auch wenigstens hingucken. Irish, steh wieder auf. Ey, wir stehen noch hier drauf und wir jagen das Ding hoch. Wie doof ist das denn? Hätten wir uns nicht mit einem Fallschirm ausstatten können und dann abdampfen können? Da war die dritte. Und ob die kleinen drei Sprengsätze so viel auswirken können, das sei jetzt mal dahingestellt, da bin ich kein Experte. Mensch, Leute, geht doch mal da weg, ihr euch reißt es doch gleich mit. Nehme ich jetzt das Gerüst stürzt zusammen. Alter, Leute, ist nicht euer Ernst. Und das werden sie bestimmt überleben, obwohl wir jetzt von den ganzen Trümmern begraben werden. Erstmal weht's uns hier am Untergrund durchs Wasser. So ein Dreck. Ich bräuchte mal wieder Luft. Oder wir. Aber ich nutze die Stelle für einen kleinen Break. Wir schauen uns in der nächsten Folge wieder rein. Seid dabei und ciao, tschüss.